Herzlich willkommen zum Löwenzahn-Fanclub-Video über die Löwenzahn-Fanartikel. Wir sind ja bei den Büchern anbelangt und letztes Mal hatten wir die Reihe von Gucken, Klicken und Hören und Lesen, irgendwie so ähnlich. Ich krieg's aber nicht genau hin. Und heute dreht sich das um die VGS-Reihe, die ersten Löwenzahn-Bücher, die es auf dem Markt gab. Immer noch einer meiner Lieblingsbücher. Warum? Das werde ich euch jetzt zeigen. Peter Lustig und Hans-Joachim Böttrich, Peter Lustigs Löwenzahn, Band Nummer 1, mit Illustrationen von Ina Hatziprodomu, herausgegeben von Gabriele Rötemeier. Ja, das ist ja auch die, die damals bei der Redaktion mitgearbeitet hat. Viele, viele Jahre. Ja, und wie man auch hier schon sieht, sehr schöner Band. Im Stil von selbst ausgemalten Lettern gemacht. Finde ich sehr hübsch. Und hier gibt es schon mal ein Vorwort, worum es in diesem Buch überhaupt geht und welche Themen behandelt werden. Diese Vorworte gibt es in fast allen Büchern. Zum Schluss hin wurden sie meistens gekürzt. Also dann gab es dieses Vorwort mal nicht und mal in ganz kurzer Form. Auch steht hier was zum Anfang. 1976 und 77 entstand in der Redaktion Bildung und Erziehung des ZDF das erste Konzept für das Programm. Da liest man was über die Entstehung von Löwenzahn. Sehr schön. Also so erfährt man mal gleich von Dr. Ingo Hermann, ja, worum es hier in diesem Buch geht. Wie gesagt, das ist die erste Löwenzahn Fanartikel Buchreihe, die es überhaupt gab. Und wie ihr seht, hier haben wir nochmal das Inhaltsverzeichnis. Es werden alle ersten Folgen behandelt aus der ersten Staffel. Und das wird immer so gemacht. Es gibt Zeichnungen und Bilder aus der Folge. Ne? Peter zieht um. Da sehen wir unseren Peter. Und natürlich Hund Willi gezeichnet. Sehr schön. Ne, und hier haben wir Trude und wie sich Peter darüber aufregt, von wegen, dass die Flugzeuge jetzt ausgerechnet über sein Haus fliegen, weil in der Nähe ein Flughafen gebaut wird. Ne, sieht man hier auch ganz gut. Ne, und wie er dann überlegt, hier, ach, man könnte ja ein Hausboot sich besorgen. Dann sehen wir hier auch eine Zeichnung davon. Ja, wie gesagt, mir gefallen Löwenzahnbücher immer am besten, wenn es auch eine Geschichte gibt. Man muss ja nicht die Folgen nacherzählen, aber man kann ja anhand von Bildern neue Geschichten erzählen. Das wäre auch in Ordnung. Und die dann ein bestimmtes Thema haben. Das wurde in späteren Löwenzahnbüchern auch nochmal aufgegriffen, finde ich sehr schön. Und wie gesagt, hier hat alles seinen Anfang und hier wurden wirklich eins zu eins die Folgen nacherzählt. Ja, wie Peter seinen Bauwagen einrichtet. Wie so ein Haus, was für ein Zimmer ein Haus überhaupt hat. Und wie er denn seinen Bauwagen einrichtet. Sehr schön. Und hier haben wir auch die erste Zeichnung von Herrn Fischer. So sollte der Bauwagen aussehen. Die ist original von Herrn Fischer gemacht worden. Und es gibt auch einen Fehler in diesem Bild. Das frage ich auch immer gerne beim Fantreffen. Findet den Fehler? Und findet ihr den Fehler? Na, das ist ja die Vorderansicht, das ist die Rückansicht. Und es gibt einen Fehler. Schreibt mir doch mal runter in die Kommentare, wenn ihr den Fehler gefunden habt.
So, gucken wir weiter. Also wie gesagt, das Buch geht ganz so weiter. Jede Folge wird behandelt. Wer hat schon die Nacht gesehen? Eine Folge, die ich nicht so gerne mag. Peter macht Krach. Peter, der Nachbar und ein Zaun. Ja, insgesamt hat diese Ausgabe von Band 1 13 Folgen behandelt. Das variiert natürlich ständig. Weil in manchen Staffeln gab es ja weniger Folgen. Durch Peters Krankheit wurde weniger gedreht. Und so gibt es auch ein Doppelband in dieser Reihe. Hier nochmal. So sah Werbung früher aus. Das ist die Werbung für die Peter Lustigs Löwenzahnlieder. Eine ganze Seite und man hat nur ein kleines Textfeld. Undenkbar heute. Ja, wie gesagt, das ist die Löwenzahn-VGS-Reihe. Und meine Lieblings-Löwenzahn-Buchreihe. Weil, wie gesagt, da werden die Folgen behandelt. Sie wurden viele Jahre lang auch nachproduziert in Spanien. Das ist die Erstauflage 1983. Also eine ganze Zeit nach dem Start von Löwenzahn hat der VGS Verlag dann diese Buchreihe auf den Markt gebracht. Und man kriegt sie heute gebraucht, als Nachdruck auch noch im Internet. Das ist nicht allzu schwer und so viel kosten sie auch nicht. Ja, kann ich jedem Löwenzahn-Fan empfehlen. Hier haben wir nochmal den letzten Band der Reihe. Löwenzahn Band 11, und wenn man jetzt mal reinschaut. Also daran hat sich nichts geändert. Außer das ist jetzt von Barbara Herzog-Lipina, Entschuldigung, herausgebracht wird. Ja, das hat sich halt in den Jahren mal geändert. Und wir haben hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Folgen behandelt. Und wir sind im 1992. Hier mal kurz reinschaut, sieht man, Peter geht zum Fernsehen. Ja, wieder auch mit vielen Zeichnungen. Wie kommt denn das Fernsehbild überhaupt nach Hause? Ja. Sie haben eine Sache geändert. In der ersten Ausgabe wird eigentlich sehr viel oder sehr kurz alle Folgen behandelt. Und hier haben sie natürlich mehr Platz, da es weniger Folgen sind, die sie behandeln müssen. Und so gehen sie auch die einzelnen Themen etwas großzügiger ein, was ich auch nicht, was ich viel besser finde eigentlich. Ja, also sehr ausführlich. Was macht der Regisseur? Was ist ein Ü-Wagen? Peters Wandern. Naja, eine Folge, die ich nicht so gerne mag. Sie ist nicht schlecht, aber ich fand, ja, mit der Erfindung. Kann man machen, muss man nicht.
ist jetzt nicht so, dass ich natürlich, weil ich Peter kannte, alle seine Folgen toll finde. Es gibt auch Folgen, wo ich sage, auch die finde ich nicht so schön. Das ist ganz normal. Ist auch bei Fritz so. Das wird sich auch nicht ändern. Und so ist es bei jedem Menschen ja auch unterschiedlich. Es gibt einige, die mögen die Ente im Weltall sehr gerne. Ich mag sie nicht, weil. Also als Kind mochte ich Folgen nicht, wo Kinder vorkamen. Das hat mich immer gestört. Warum, weiß ich heute noch nicht mehr. Aber jedenfalls hat mich das gestört. Und bei der Ente im Weltraum ist das bis heute so. Diese. Ich weiß gar nicht, wie die Kleine heißt. Lissy. Nichts gegen die Darstellerin. Aber ich fand sie in der Folge halt mehr nervig als passend. Außerdem fand ich dieses ganze Thema denn mit der Ente im Weltall, das war mir einfach zu abgedreht. Das passte nicht wirklich zu Peter. Aber so sind die Geschmäcker unterschiedlich und so soll es ja auch sein. Also wie gesagt, das ist die letzte Ausgabe, Band 11. Und hier gibt es nochmal eine Erklärung und ein, so baut man Peters Windhuhn. Und das war's. Das war die letzte Ausgabe. Hier auch ohne Werbung. Ja. Und erwähnen müsste man dann noch, ich glaube, es ist ein anderer Verlag, aber vom Buchformat her fast gleich, weil wir noch einen Augenblick Zeit haben. Kennt ihr denn das? Ist zwar kein Löwenzahn-Fanartikel, aber Peter und Löwenzahn gehört ja zusammen. Nein, das ist auch der VGS Verlag. Peter Lustigs erstes Bastelbuch. Vom VGS Verlag. Es sind zwei Bände erschienen. Zusammen mit Burkhard Mönter gemacht. Und 1985 erschienen. Gab es denn auch einmal eine kleine Einleitungsgeschichte. Und dann ging es ans Basteln. Hier sieht man ganz genau, was man alles braucht. Also wie man was baut. Das ist so ein typisches Peter-Buch, finde ich. Also Peter bastelte auch bis zuletzt immer in seiner Werkstatt viele Sachen. Also so wie wir ihn bei Löwenzahn gesehen haben, so war er auch privat. Also das ist kein Gerücht, sondern das ist wirklich so. Und so eine Sachen hier wie dieser Raddampfer oder so, kann schon sein, wenn er in seinem Arbeitszimmer gesessen hat und Lust hatte, dann hat er sich einfach mal sowas zusammengebastelt. Also dass es nichts aus der Luft gegriffen ist, sondern das ist Original Peter. So könnte es auch in seinem Arbeitszimmer gestanden haben. Und so eine Sachen hat er sich einfach mal so gebaut. Ja, das Düsenboot. Oder ein Dampfboot. Mit einem Ei oben drauf hier. Ja. Oder ein Kerzenschiff. Die Puste-Regatta. Kann man das natürlich noch ganz schick machen. Ja, wie gesagt, da gab es zwei Sachen von und wie gesagt, hier sind so kleine Bastelsachen.
drin mit Anleitung und wie man was nachbasteln kann. Die Bücher sind relativ, naja, man kriegt sie noch, glaube ich, bei eBay, aber es ist schon schwerer, die zu bekommen. Aber es ist möglich. Tschüss und viel Spaß beim Basteln. Ja, das war Peter Lustigs erstes Bastelbuch. Dann gab es natürlich auch noch ein zweites Bastelbuch. Ja, hier, Vergleich erstes, zweites. Und hier wieder, ach, hier hat jemand rumgestempelt in meiner Auflage und das etwas verschönert. Auch nicht schlecht. Ja. Das kam 1987 raus, sogar hier in der Erstauflage. Und hier ist schon sehr viel mehr drin zum Thema Schwerkraft, Magnete, Spiegel. 1, 2, 3, Zauberei. Was über das Thema Schwerkraft. Und dann eine Übersicht, was wir alles brauchen für die nächsten Basteleien. Ja, das sind die Löwenzahn-Bastelbücher bzw. die Peter-Lustig-Bastelbücher. Warum die nicht unter Löwenzahn liefen, das weiß ich auch noch nicht. Finde ich etwas komisch, weil sowas hätte man glatt in die Reihe integrieren können. Aber naja, so heißen sie halt Peter Lustigs Bastelbuch 1 und 2. Gut.